Rudolf, das rotnasige Rentier. Es war einmal genau am Nordpol. Da wohnte Herr Santa Claus, nämlich der Weihnachtsmann. Und da wohnte er auch noch immer mit Frau Weihnachtsmann, den Elfen und den Rentieren. Der Weihnachtsmann war damit beschäftigt, Geschenke mit Hilfen seiner Elfen zu verpacken. Aber diesmal sollte der Weihnachtsabend anders als sonst verlaufen. Der Weihnachtsmann würde selbst ein ganz besonderes Geschenk bekommen. In einer eiskalten Nacht war ein niedliches, kleines Rentier geboren worden. Es hieß Rudolf. Aber dieser kleine Kerl war nicht so wie die anderen Rentiere. Er wurde mit einer leuchtend roten Nase geboren. Rudolf konnte nicht recht verstehen, warum er etwas Besonderes war. Hast du Rudolf gesehen? Was für eine seltsame Nase er hat. So hell und rot, wie ein Clown. Und sie ist riesengroß. Kein Rentier hat so eine große, runde, glänzende Nase. Schau, wie komisch das aussieht. Alle Rentiere machten sich über Rudolfs Nase lustig. Sie merkten gar nicht, dass sie Rudolf damit verletzten. Rudolf war immer traurig, dass er anders war als sie und fühlte sich ausgeschlossen. Warum muss ich so eine helle rote Nase haben? Alle machen sich über mich lustig. Niemand spielt mit mir. Ich bin zu nichts zu gebrauchen. Aber bald schon würde Rudolf erfahren, dass er eine besondere Gabe hatte. Diese Nacht war nämlich Heiligabend. Der Weihnachtsmann rief seine Rentiere zusammen, um mit ihnen um die Welt zu fliegen. Die Elfen arbeiteten hart. Einige räumten den Schnee, andere füllten den Sack des Weihnachtsmanns mit Geschenken. Und einige schauten in die Liste mit den braven und unartigen Kindern. Oh, 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 oh. Alle mal herhören. Wir haben nicht mehr viel Zeit hier. Wir müssen los jetzt. Ja, ja, alle machen sich fertig. Aber was ist mit dir? Wo ist dein Gewand? Hast du dein Bart und deine Haare gekämmt? Gerade wollte ich das tun, aber mach dir keine Sorgen, es wird ganz schnell gehen. Mein lieber Mann, du hast nur noch wenige Minuten. Außerdem müssen wir Jahr für Jahr das Gewand ein wenig weitermachen. In genau diesem Moment kam Pepperminzsticks, der weiseste Elf des Weihnachtsmanns, zu ihm gelaufen und sah sehr bange und besorgt aus. Weihnachtsmann, Frau Weihnachtsmann, ich habe schlimme Nachrichten. Es scheint, dass es überall auf der Welt dichten Nebel gibt. Suppendick, so dass sogar die scharfen Rentieraugen nicht durch ihn hindurchsehen können. Meine Güte, das ist nicht gut. Ich muss diese Geschenke heute Nacht ausliefern. Alle Kinder der Welt warten schon auf ihre Geschenke. Was sollen wir nur tun? Out! Uns muss etwas einfallen. Wir können nicht einfach nur herumsitzen. Würde es denn helfen, wenn wir vorn am Schlitten Laternen anbringen? Nein, nein, egal wie jung sie sind. Vielleicht können wir ja die jungen Rentiere nach vorne stellen. Sie haben die jüngsten und besten Augen. Niemals. Dieser Nebel ist viel zu dicht, als dass einer von ihnen ihn durchsehen könnte. Schaut. Wow, dann ist es jetzt an dir. Lass dir etwas einfallen. Ich glaube, mir fällt gerade etwas Gutes ein. Hey, mein Freund Rudolf, was hast du heute Abend noch so vor? Ich hoffe noch nicht so viel. Nichts Besonderes, Weihnachtsmann. Aber woher weißt du meinen Namen? Ich kenne alle Namen meiner Rentiere. Es gibt Dasher und Dancer, Prancer und Vixen, Comet, Cupid, Donner und Blitzen. Rudolf konnte nicht glauben, dass der Weihnachtsmann alle Namen seiner Rentiere kannte. Nochmal? Kein Problem. Es gibt Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner und Blitzen. Vergeude keine Zeit, denn die ist knapp. Was willst du nun machen? Keine Sorge, Frau. Rudolf hilft uns heute Abend. Rudolf, willst du heute Abend den Schlitten führen?
Rudolf war überrascht über den Wunsch des Weihnachtsmanns. Das hatte er nicht erwartet. Er genauso verblüfft wie die anderen Rentiere. Und das war auch Frau Weihnachtsmann und Peppa. Aber der Weihnachtsmann hatte einen Plan. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich habe sowas noch nie gemacht. Unsinn. Du bist der Beste. Wir brauchen dich heute Nacht. Kommt schon, Rudolf. Zeig uns den Weg. Spann ihn an, Peppa. Peppa und Frau Weihnachtsmann verkleiden Rudolf wie die anderen Rentiere und machen ihn fertig. Bist du wirklich sicher darüber? Ja, mein Liebling. Ich hab's im Gefühl. Er und seine helle rote Nase werden mir nun immer den Weg zeigen. Sind nun alle bereit? Hey, halt stopp, einen Augenblick. Sicherheit geht vor. Auf Dasher, auf Dancer, auf Prancer und Vixen. Auf Comet, Cupid, Donner und Blixen. Rudolf! Über das Haus, über den Wald. Wir fliegen davon, denn Weihnachten ist bald. Jetzt geht es los. Der Schlitten des Weihnachtsmanns fing an, sich zu bewegen und flog dann davon in den Nachthimmel. Rudolf war nervös, denn er war sich nicht sicher, was er tun sollte. Die anderen Rentiere schauten auf ihn. Sie alle erkannten nun, dass Rudolf etwas Besonderes war und schämten sich dafür, dass sie ihn verspottet hatten. Als die Nacht dunkler wurde, wurde der Nebel dichter. Rudolf und die anderen konnten kaum etwas sehen. Rudolf drehte sich um zum Weihnachtsmann und der lächelte ihm zu. Jetzt, mein Junge, und los! Als nun der Nebel am dichtesten war, schloss Rudolf die Augen und seine Nase begann hellrot zu leuchten, heller als je zuvor. Er leuchtete dem Weihnachtsmann und den anderen Rentieren den Weg. Sie jubelten Rudolf zu und freuten sich mit ihm. Dank der Hilfe von Rudolfs knallroter Nase und natürlich all den anderen Rentieren konnte der Weihnachtsmann am Heiligabend jedem Kind sein Geschenk bringen. Ich hab's dir doch gesagt, nicht wahr? Du bist etwas Besonderes. Du wirst meinen Schlitten jetzt immer mit deiner glänzenden, strahlenden Nase leiten. Du bist mein Weihnachtsgeschenk. Und so geschah es. Von nun an führte Rudolf jedes Jahr den Schlitten des Weihnachtsmanns. Durch die Nacht, durch den Nebel und durch den Schnee ging Rudolf voran und zeigte den Weg. Ist es nicht erstaunlich, dass Rudolf sich immer für seine Nase schämte, die nun doch so wichtig war? Es war ja genau das, was ihn so besonders machte. Wenn ihr also das nächste Mal hinauf in den Himmel schaut und dort den Schlitten des Weihnachtsmanns durch die Nacht fliegen seht, dann schaut genau hin, ob ihr auch Rudolfs helle, glänzende Nase findet, weil der sicher in die Geschichte eingehen wird.